Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren AdustryCraft 2 Tutorial. Und in dieser Episode schauen wir uns mal das Batpack an. Und das Batpack wird folgendermaßen hergestellt. Wir brauchen dafür 6 RE-Batterien, ein Electronic Circuit und einmal Wood Planks. Und das Batpack ist im Grunde genommen eine Batterie, die ihr mittragen könnt. Wenn wir jetzt zunächst einmal ein unaufgeladenes Batpack und wir haben ein aufgeladenes. Und das Batpack wird zum Beispiel aufgeladen in einer Batbox oder in einem, in einer Speicherzelle. Und ihr seht, Energie geht in das Batpack hinein. Ansonsten, wie kann es noch aufgeladen werden? Es kann noch durch Kinetic Boots aufgeladen werden beim Laufen, aber das ist sehr, sehr marginal. Durch einen Solarhelm kann es noch aufgeladen werden. Und gut, jetzt sieht man, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis es umgesprungen ist. Jetzt auf 15k. Das heißt, jetzt wird das entsprechend aufgeladen und das Batpack hat tatsächlich auch noch einen Nutzen, nämlich zum einen gibt es uns halt natürlich ein bisschen Armor, sehen wir, nämlich insgesamt 8 Armor und wenn wir Items, wir gucken mal auf die Electric Wrench zum Beispiel, wenn wir Items benutzen wollen, zum Beispiel zum Abbauen, wird das oder lädt das Batpack die Items entsprechend in unserem Inventar auf. Und da zählen einige darunter, da zählt darunter zum einen die Mining Drill, die Diamond Drill, die Chainsaw, Electric Wrench und die Electric Hoe mit darunter, dass die Items entsprechend immer aufgeladen bleiben. Ja, soviel auf jeden Fall zum Batpack. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.